Batsch! Kaputt. So. Jetzt fühle ich mich besser. Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge RimWorld Anomaly. Liked und kommentiert gerne das Video, das unterstützt den Kanal. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ich weiß gerade nicht. Es gibt doch ein Ritual, um Ghule wieder zu beleben, oder? Gab's da nicht was? Kannst du den Ghoul-Wiederhaken ausbauen? Ich glaube nicht. Aber Ghule könnten wir wieder erwecken. Was müssen wir dafür machen? Ach so. Ein Ghoul-Erweckungsserum craften. Da brauchen wir aber den Serumtisch. Den haben wir nicht. Noch nicht. Dann lassen wir die mal hier liegen, unsere Ghoularinos. Bauen uns das Serumlabor. Ich glaube, das haben wir noch nicht, ne? Nee. Oh, da ist der Magen zerlegt worden. Das ist auch nicht gut. Da muss ich wohl oder übel einen Magen irgendwo ausbauen. So, bauen wir aus. Ah Mann, jetzt sterben die. Ja gut, es ist so. 9 Stunden, 15 Stunden. Da werden jetzt noch mehrere drauf gehen. Wobei Money kann erste Hilfe leisten, ne? Oh, da haben wir gar keine gute Figur jetzt gemacht. Bei dem Angriff. Gar keine gute Figur. Nächste tot. Aber 2 kriegen wir. Ich meine, da draußen liegt noch Aita herum. Aber Aita ist ein Androide, der hilft uns gar nicht, ne? Kannst du komplett knicken. Ah, hat uns 64 Flake dagelassen. Krass. Ah, die Heraldbäume freuen sich über noch mehr Essen jetzt. Oh, Sieglinde hat es am fiesesten erwischt, ne? Die hat richtig was abbekommen. Da geht sie hin, unsere Glitzerweltenmedizin. Kann man den Heilungsverstärker rausnehmen? Oh ja, können wir. Geil, das machen wir. Den gönnen wir uns. Ah, jetzt geht's los bei Usha, ne? F
viel zu früh, wenn er mich fragt. Aber es ist so. Lass uns mal gucken, ob er die Bäumchen bauen, nicht die Bäumchen, das, die Serum, die Wiedererweckungsseren. Ob wir die zusammenzimmern können. Katastrophal versagt. Wo hat er denn reingeschnibbelt? Immerhin, er hat den Torso erwischt. Respekt. So, das Ding ist durch. Wir wollen ein Ghoul-Erweckungsserum. Was muss man dafür haben? Entstelltes Fleisch und Bioferrit. Das sollte ja gar kein Thema sein, ne? Möchte man meinen. Die Frage ist nur, hätten wir das denen vorher geben sollen? Oder geht das auch danach noch? Das ist jetzt so die Frage. Da müssen wir schauen, ne? So. Nicht für Drogen zugeteilt. Ach so, das ist eine Droge. Auch nicht für Drogen. Wer ist denn zugeteilt für das Zeug? Wer ist hier... Ah, aha. Oh, mach mal Buche. Oh, das ist eine große OP. Manni hat sich außerdem auf den Magen gelegt. Das wird ihm stark auf den Magen schlagen. Haha. Ha. So, das erste Serum ist durch, ne? Wo trägst du das jetzt hin? Hier rein. Okay. Haha. So, Buche ballert das Serum jetzt gleich mal hier rein. Geil, es funktioniert. Ist noch jemand? Kann das noch jemand? Naja, Sieglinde, ne? Aber soll Buche jetzt mal machen? Dann haben wir Boom Schlabberlabab zumindest schon mal. Zack. Jawoll. Boom Schlabberlabab ist back. In the house. Dann nur noch die Brauhausfrau. Bevor sie zerfällt. Geil. Geil, dass das funktioniert. Mega. Wir verlieren unsere Ghule nicht. So. Fantastisch. Jawohl. Und die Brauhausfrau ist auch wieder da. Nice. Was jetzt ein bisschen komisch ist, wo ist Boom Schlabberlabab? Er ist nicht in der Liste drin, ne? Das ist irgendwie komisch. Nur die Brauhausfrau ist wieder da. Boom Schlabberlabab ist irgendwie vom Erdboden verschluckt. Hä? Oder haben sie den irgendwo hier reingelegt? Ah, da ist er. Ah, nee, ist schon wieder da. Okay, alle sind wieder da. Halleluja. Yay. Haha. Haha. Nice. Es lebt. Wir haben Frankensteins Monster erschaffen, Leute. So. Dann reparieren wir noch unsere Robos. Die hätten wir ein bisschen früher einsetzen können, tatsächlich. Das wäre noch möglich gewesen.
Aber sehr gut. Sehnaz hat wieder einen Magen. Das ist auch klasse. Und hier haben wir jetzt den Heilungsverstärker rausgenommen. Das ist cool, das Teil. Das ist echt cool. Damit heilen die schneller insgesamt. Ich glaube, ich gebe das mal Sieglinde. Die kippt sehr häufig aus den Latschen, oder? Die gute Sieglinde. Aber Sieglinde ist halt auch nicht stark, ne? Obwohl, eigentlich ist er gar nicht so schlecht. Gehen wir das Sieglinde. Die Frage ist immer noch, was wir mit Usha machen. Ja gut, noch kann sie uns helfen. Eine ganze Ratte wurde zahm. Die wird sehr gut schmecken. Ja, die Händler hätten wir echt eben gerade gebraucht, das ist wahr. Naja. So, wir müssen wieder alles erlauben. Und dann schicken wir ihn noch hier zum Händler. Vielleicht kriegen wir wenigstens ein bisschen Geld. Ah, die Ratte können wir auch verkaufen. 24 Dollar geschenkt, ne? Mega. Wir haben viel zu viel Sprit. Vielleicht verkaufe ich mal 500 Sprit oder so. Einfach damit wir ein bisschen Kohle reinkriegen. Kohle ist immer gut. Und der Rest reicht mir. Warms. Bank dankt. Keith darf doch schon weg. Ich dachte, der ist noch 14 Tage. Oder vielleicht waren das auch nur... Auf jeden Fall ist es da. Yay. Der Keith. Na dann. Bringt den Dödel mal weg, ne? Wie schaut's hier aus? Ah, oh, es dauert noch. Ich überlege gerade, was ich mit dem Viech hier machen soll. Wir können das Ding nicht in den Ghoul umwandeln. Und es wird auch nicht sterben. Weil Androide. Man könnte ihm das T-Shirt klauen. Und die Hose, aber die ist ja nichts wert. Was machen wir mit dir? Umbringen. Rachemord. Los. Liebe Ghule. Wir rächen uns. Zerlegt ihn. Und dann zerlegen wir ihn an der Werkbank. Batsch. Kaputt. So. Jetzt fühle ich mich besser. Na, wir können Androiden hier an der Werkbank schreddern, genau. Und dann kriegen wir Ressourcen. Das ist auch was. Ich wollte eigentlich raiden, ne? Das hat ja hervorragend geklappt mit dem Raid. Ich wollte mir Bauteile besorgen. Ah, das können wir jetzt eigentlich machen. Machen wir uns mal eben... Das haben wir nämlich auch, das habe ich die ganze Zeit vergessen.
Wir haben hier eine Möglichkeit, Karawanen zusammenzustellen. Und zwar an einem bestimmten Ort. Jawohl, da. Und dann machen wir den Karawanensammelplatz hier oben hin. Weil ist alles relativ nah beieinander. Und dann lassen wir den Herrn Potts noch ausschlafen. Macht Sinn, oder? Oh, der Fabrikor ist fertig. Da darf er nicht ausschlafen. Nee, nee. Obwohl, was, kann Manni noch? Ah, Manni kann nicht. Okay, dann machst du den Fabrikor. Dann lasse ich ihn nicht ausschlafen für den Fabrikor. Jawohl. Nice. Wir haben einen Fabrikor. Er wird uns tolle Sachen herstellen. Gut. Abflug. Wir gehen der Schotter. Genau. Wir gehen. Let's go. Ist ja nur ein halber Tag. Das kann man durchaus machen. Wir nehmen Usha mit. Die kann dann sterben. Nee, die soll nicht sterben. Ich mag Usha zu gerne. Die soll nicht so sterben. Die arme Usha. Wir nehmen Stinkarella mit. Wir nehmen Manni mit. Der ist wieder fit, ne? Handwerkerfrau. Opossum nehmen wir mit. Und eigentlich sollte ich auch Sehinatz mitnehmen, weil Sehinatz ist stark. So, und dann nehmen wir die Bots nicht mit, aber die drei Ghule nehmen wir mit. Wir nehmen Pferdis mit. Ist ja logisch, ne? Lasttiere. Irgendwer muss die Bauteile ja schleppen. Eigentlich sollten wir auch Bobby Tash mitnehmen, weil der kennt sich mit den Viechern aus, die wir dabei haben. Zum Beispiel Kiklor und Triti. Und Opossumat ist auch eine Bezugsperson für manche, also immer rein. So, Reisevorräte nehmen wir mit entstelltes Fleisch, 300 Stück. Ah, ist zu viel. Mama, 100 entstelltes Fleisch. 10 Medizin und 33 einfache Mahlzeiten. Boom. Ja, jetzt ist wieder das Gejammer da. Die haben keine Nahrung, aber das kann man ändern. In wenigen Sekunden sogar. So. Der Trupp hier zieht los. Leicht verletzt, aber das wird schon. Das heilt auf dem Weg. Weißt du, die sitzen dann so auf dem Pferd, hier hot, Bonanza, und dann läuft der Lachs. Und dann heilt das alles magisch. Zusammen. Da, habt ihr alles? Ich glaube, sie haben alles. Aber Nasenspray kann nicht mehr beschützen. Weil Bobby Tash länger nicht mehr trainiert hat mit dem Viech, weil er kaputt war. Naja. Naja. Aber wird schon wieder. Wir brauchen die Bauteile jetzt. Ja, nix mit Zusammenbruch. Es wird jetzt losgelaufen. Sehinatz. Chill mal. Himmel, Herrgott. Oh, die brauchen so lange zum Laden. Das ist echt der Wahnsinn. Gott. Was wir vielleicht auch mal... Was ich jetzt die ganze Zeit mir gedacht habe, brauchen wir vielleicht diesmal nicht. Doch, wir brauchen es. Wir brauchen Fußabtreter, ne? Es hilft alles nichts. Schaut euch den Dreck hier an. Das ist doch nicht mehr schön. Gut, hier ist relativ sinnfrei, aber... Oh! Sieglindes Bude ist kaputt gegangen. Frech. Da müssen wir auch noch.
Hier macht es keinen Sinn, aber hier. Und der Rest ist mir egal, glaube ich. Wie viel sind das? 11 Leute. Na, schauen wir mal, ob das was wird.